Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Mitleidende, ihr habt sicher schon davon gehört, dass die mündliche Reifeprüfung in diesem Jahr wieder verpflichtend sein soll. Ist das fair? Sind wir nicht diejenigen, die am meisten Leid durch die Corona-Beschränkungen davongetragen haben? Wurden wir überhaupt ordnungsgemäß auf diese Prüfungen vorbereitet? Hat Bildungsminister Polaschek Ohrenschützer auf? Oder warum hört er die Hilfeschreie der Jugend nicht? Doch heute geht es nicht darum, meinen Standpunkt zum Thema freiwillige mündliche Matura zu hören. Heute geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dass jeder von euch von der weltweiten Corona-Pandemie gehört hat, die am Anfang des Jahres 2020 langsam begann, die Kontrolle über unser Leben zu übernehmen. Dieses Virus sorgte dafür, dass in den letzten 2 Jahren die mündliche Reifeprüfung freiwillig abgehalten werden konnte. Doch nun, da die Regierung völlig versagt hat und eingebrochen ist, haben wir einen neuen Bildungsminister, dem das psychische Wohl der Maturantinnen und Maturanten im Jahr 2022 völlig egal zu sein scheint. Es wirkt so, als wolle er nicht wahrhaben, dass die psychische Gesundheit des diesjährigen Jahrgangs größtenteils völlig am Ende ist und die Menge an Depressionen und Selbstmordversuchen rapide in die Höhe schoss. Es ist sogar statistisch belegt worden, dass jede 5. Schülerin oder jeder 5. Schüler seit Anfang der Pandemie an psychischen Problemen leidet. Wen wundert es denn auch? Es wurde uns alles genommen. Weder Ausflüge, Projekttage, Sprachreisen, diverse Wahlgegenstände, noch Schulveranstaltungen wie Schulbälle durften stattfinden. Das Einzige, das blieb, war der Unterricht, der im Distance Learning, Schichtbetrieb und Hybridunterricht massiv an Sinnhaftigkeit und Wirkung verloren hat. Die Menge an versäumtem Maturastoff ist nicht ansatzweise aufzuholen, geschweige denn, bliebe Zeit, diesen Stoff zu verfestigen. Seit dem Auftreten der Omikron-Virus-Variante kam es außerdem vermehrt zu Vorfällen, bei denen ganze Schulklassen 5 Tage lang ins Distance Learning geschickt wurden. Jedoch fand kein Unterricht statt, da die Vorbereitungszeit der Lehrpersonen bei dieser rasanten Umstellung fehlte. Lehrerinnen und Lehrer sind nun mal auch keine Maschinen, die automatisch funktionieren. Aber nicht nur auf schulischer Ebene, sondern auch im privaten Leben wurden wir extrem eingeschränkt. Treffen mit Freunden, Reisen mit der Familie, Partys, Clubbesuche und noch vieles mehr wurden uns verwehrt. Spontan in ein Restaurant zu gehen, diverse Hobbys auszuüben oder eine Shoppingtour zu unternehmen, blieben unerfüllte Träume. Ein weiterer Punkt, den ich an dieser Stelle ansprechen möchte, ist, dass die Jugend am Anfang der Pandemie absolute Solidarität gegenüber der älteren Generation gezeigt hat, welche damals als Hochrisikogruppe eingestuft wurde. Um diese Menschen zu schützen, blieben wir zu Hause, gingen nur in Notfällen nach draußen, verzichteten auf das Ausleben unserer Jugend und trugen immer Masken. Und jetzt, wo die Schülerinnen und Schüler um Hilfe schreien, macht die Politik dicht und ignoriert sie? Nicht außer Acht zu lassen sind auch die jüngsten Ereignisse in unserer Weltgeschichte. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, bei dem nicht abzusehen ist, wie lange er dauern oder wie weit es sich ausbreiten wird, bringt neue mentale Belastungen für alle Menschen mit sich. Tausende Bilder und Videos aus der Ukraine kursieren momentan im Internet herum,
welche vor allem auf sozialen Netzwerken von Schülerinnen und Schülern täglich gesehen werden. Sich dabei noch auf das Lernen und die Schule zu konzentrieren, ist fast unmöglich. Das einzige Argument, das die Politik immer wieder aufbringt, ist, dass wir alle zurück zur Normalität finden müssen. Doch von welcher Normalität wird denn hier gesprochen? Jene, in der man geimpft sein muss, um als Mensch angesehen zu werden? Jene, in der die Nachtgastronomie bis vor kurzem nicht mal mehr existierte? Jene, in der man nicht mehr ohne Maske außer Haus gehen kann? Vielleicht ist es an der Zeit, dass endlich akzeptiert wird, dass es nicht mehr normal ist und dass die altgewohnte Normalität nicht zurückerzwungen werden kann. Genauso ist es nicht möglich, die psychische Gesundheit und Lebenslust der Schülerinnen und Schüler zurückzuerzwingen. Doch das alles scheint Minister Polaschek ja nicht wirklich zu interessieren. Aber das lassen wir uns nicht einfach so gefallen. Jetzt sind wir an der Reihe. Nur wir können eine Veränderung schaffen. Wir alle sollten jetzt dafür kämpfen, dass die mündliche Matura auch in diesem Jahr wieder freiwillig ist. Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen und protestieren. Gemeinsam können wir so laut sein, dass Minister Polaschek uns auch mit seinen Ohrenschützern hört. Vielen Dank.